unser Flugzeugkonzept war es extrem wichtig, dass wir Schadstoffe reduzieren und gleichzeitig auch Lärm in Flughafenregionen reduzieren. Haben wir uns dann entschieden, lassen wir die Fenster ganz raus und ersetzen die dann durch innenliegende Displays. Eine verbesserte oder eine umweltfreundliche Version der Concorde. Verbesserte Triebwerke, eine bessere Aerodynamik. Unterbringung des Fahrwerks in zwei Seitenleitwerken, die unter dem Hauptflügel sich befinden. Wir sind hier im Zentrum für angewandte Luftfahrttechnik in Hamburg und hier findet heute die erste NASA DLR Design Challenge statt, beziehungsweise das Kickoff dieser Challenge. Die NASA DLR Design Challenge ist eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen NASA und DLR. Wir wollen hier zusammen mit Studenten, mit Universitäten in Amerika wie auch in Deutschland Flugzeugentwurf betreiben, die Studenten zu neuen Ideen auffordern, sie ermuntern. Das im Rahmen von Vorgaben, dass wir sagen, wir wollen bestimmte Arten von Flugzeugen sehen, entworfen sehen und wollen die dann nebeneinander legen, vergleichen und haben verschiedene Teams. Bei der diesjährigen NASA DLR Design Challenge haben wir uns mit zwei Typen von Flugzeugen beschäftigt. Das eine ist das lärm- und emissionsarme Flugzeug, wo wir versuchen, den Impact, den Einfluss des Flugzeugs auf die Umwelt möglichst gering zu halten. Im anderen Fall haben wir ein Überschallflugzeug, wo wir sagen, wir mit recht großer Geschwindigkeit eben halt Strecken überwinden. In beiden Fällen vorgegeben ist die Anzahl der Passagiere, damit so ein bisschen auch das Gewicht und die Reichweite. Und drumherum, also wenn man sich in diesem Rahmen bewegt, können die Studenten frei entscheiden, wie das Flugzeug starten und landen soll, wie es innen gestaltet sein soll. Also da hat man wirklich im Design, im Entwurf alle Freiheitsgraden. Wir haben nur vorgegeben, was das Ding am Ende des Tages können soll. Wir sind angefangen heutzutage mit kurz zu erklären, wie wir einen Gesamtentwurfsprozess eigentlich bei uns zum Beispiel in DLR angehen. Da dauern die Projekte ruhig 3, 4, 5 Jahre im Moment, um von Anforderungen zu ein endgültiges Konzept zu kommen. Diese Studenten haben jetzt 4 Monate, um das durchzuführen. Und das ist, denke ich, die größte Herausforderung. Deswegen wollten wir mit diesem Kickstart einen fliegenden Start in diese Entwurfsaufgabe geben. Wir wollen tatsächlich auch was von Studenten lernen, dieses Thinking out of the box, dass man wirklich mal mit neuen, frischen Gedanken rangeht. Und es ist natürlich auch ein Teil unserer Zusammenarbeit mit den Universitäten, die uns sehr, sehr wichtig sind. Wir arbeiten gut und gerne mit der Industrie zusammen. Wir arbeiten auch sehr, sehr gerne mit Universitäten zusammen. Und da insbesondere natürlich mit den Studenten, die dann irgendwann ihren Weg vielleicht auch ins DLR finden werden und von dort wieder ihren Weg in die Industrie finden werden. Ich denke, dieses Netzwerk, was wir in Deutschland haben, mit Unis, mit DLR und mit der Industrie, arbeitet hervorragend. Und das ist ein neuer, guter Baustein in diesem Netzwerk. Ja, herzlich willkommen zu der finalen Jury-Sitzung. Aufgabe heute ist es, jetzt wirklich den Sieger der Challenge festzulegen und dann eben auch noch die Plätze 2 bis 4 festzulegen. Tatsächlich war es auf den ersten Blick nicht schwierig, weil es sehr gute Einreichungen gab und weil es 4, 5, 6 Arbeiten gab, die sehr dicht nebeneinander lagen. Es ist eine sehr schöne Arbeit, wie ich finde. Hat mir sehr gut gefallen. Es sind aerodynamische Abschätzungen gemacht worden, man hat mit Druckverteilung gerechnet, man hat zu Biegemomente. Fliegen 1-1 als Cruise, was ich mal eine interessante Idee finde, und die 1-6. Also sagen wir, der Machtzahlbereich würde aus meiner Sicht nicht verlangen, dass man einen Schwenkflügel hat. Man kauft ja unglaublich viele Nachteile ein. Die Kriterien waren einmal Kreativität, Innovation, dann als ein wissenschaftliches Kriterium zu jeder Arbeit eben der Umgang mit Literaturstellen, mit Referenzen und dann der Vergleich mit bestehenden Konfigurationen und damit natürlich auch die Bewertung, ob ein Entwurf, so wie er eingereicht wurde, auch tatsächlich machbar wäre, also auch realistisch ist. Zunächst mal halte ich die Teilnahme an diesem Wettbewerb selber schon fast für einen Preis, weil es natürlich eine sehr schöne Sache ist, bestimmt auch für die Studenten ist, zunächst mal als Team zusammenzuwirken. Das erste Siegerteam wird mit uns zusammen zur NASA fliegen und wir werden dort die Sieger des amerikanischen Wettbewerbs treffen.
Wir hatten jetzt heute Morgen das erste Mal die Chance, mit den anderen Teams zu reden. Und es war direkt eine super lockere Atmosphäre. Also ja, da haben wir direkt über das Konzept ein bisschen geredet. Was macht ihr? Macht ihr Subsonic? Macht ihr Supersonic? Und ja, ich bin gespannt. Also wir werden jetzt gleich die Vorträge anhören. Und also da wird sicherlich einiges Cooles dabei sein. Ja. Zum einen werden die Entwürfe sicherlich für die Studenten bereichernd sein. Die nimmt man ja auch mit in sein Leben mit. Ich glaube wirklich, dass die auch uns bereichern werden, dass also uns im DLR, wenn wir entwerfen ja auch Flugzeuge, wir versuchen auch neue Wege zu gehen und kriegen ganz bestimmt daraus auch Anregungen. Also es wird auf vielfältige Weise seinen Weg finden und vielleicht sind Ideen dabei, die sich vielleicht auch irgendwann in einem Produkt wiederfinden. Klar ist, es wird nicht jetzt sein, wir werden nicht das, was dort entworfen wird, gleich bauen, aber ich denke schon, dass gute Gedanken auch ihren Weg finden werden.